Schon der Aufstieg ist ein kleines Abenteuer. Unser Ziel liegt oberhalb von Bernkastel, irgendwo zwischen Moselsteig und B50 neu, mittendrin im Nirgendwo. Plötzlich, hinter einer Wegbiegung, liegt sie vor uns, die Königsfarm, das Kleinod von Friedmund Sonnemann. Seit 30 Jahren lebt der Aussteiger hier, abgeschieden im Einklang mit der Natur, züchtet Samen von selten gewordenen Kulturpflanzen wie dem Hunsrücker Mangold und verkauft sie. Vor 7 Jahren haben wir Friedmund Sonnemann schon einmal besucht. Damals drohte ihm eine Bedrohung mächtig nahe zu kommen, der Hochmoselübergang und die B50 neu. Um natürliche und unverfälschte Lebensmittel anbauen zu können, bedarf es allerdings einer gewissen Abgeschiedenheit. Für ihn war es damals unvorstellbar, dass so ein Verkehrsprojekt hier überhaupt realisierbar ist. Dass die Straße hier fertig wird, da habe ich nicht ernsthaft Sorge, denn die geologischen Gegebenheiten geben das nicht her. Damals hat er lange gegen den Bau der Schnellstraße mitten über das Plateau vor seiner Haustür gekämpft und doch verloren. Inmitten der biologischen Idylle deutete sich an, was hier einmal entstehen soll. Jetzt hat ihn die Realität auf seiner kleinen Farm eingeholt, die 4-spurige Bundesstraße. Nachts, so erzählt er, wenn alles ruhig ist im Wald, dann kann man ihn hören, den Lärm der 4-spurigen Bundesstraße, die nur einen Steinwurf entfernt verläuft. Welche ökologischen Auswirkungen die Straße auf seine Kulturpflanzen hat, kann er nicht abschätzen. Also wir auf der Königsfarm sind bemüht, mit all unseren guten Energien da entgegenzulenken. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Aber wenn ich mir vergegenwärtige, wie es da oben in direkter Nähe der Straße jetzt geworden ist, das ist einfach nur zum Weinen. Was sich nach Ansicht von Friedmund Sonnemann aber schon jetzt deutlich bemerkbar macht, ist der Rückgang der Arten, die hier einst heimisch waren. Für ihn eine direkte Folge des Bauprojektes der B50 neu. Also hier die ganze Gegend, der sogenannte Moselsporn, war richtig, richtig naturbelassen. Da waren Wiesen mit einer Artenvielfalt, wie es die sonst kaum noch gibt ringsum oder gab. Und das meiste ist jetzt entweder überbaut oder aber, naja, die Bauern haben dann, wenn die Fläche knapp wurde, dann angefangen, intensiver zu wirtschaften, sodass insgesamt es sehr, sehr zum Negativen sich verändert hat alles. Es ist einiges trockener geworden. Viele Feuchtbiotope, die es da oben gab, gibt es nicht mehr, weil die Autobahn die ganzen Wasserläufe durchtrennt hat. Vertreiben lassen will Friedmund Sonnemann sich nicht, denn dass der Hochmoselübergang sowie die B50 neu nicht mit Weitsicht geplant wurden, da ist er sich nach wie vor sicher. Ich harre aus. Also solche Verrücktheiten wie die Autobahn werden auch vorbeigehen. Wie jeder Geologe weiß, die riesengroße Hochmoselbrücke steht auf einem Rutschhang und das wird einstürzen früher oder später. Und wenn das passiert, dann ist es mit dem Lärm hier auch vorbei. Und so harrt er aus auf einer Insel inmitten unserer Welt, die doch etwas anders geartet ist.